Schön, dich wiederzusehen, Claire. Wir haben noch eine Rechnung offen. Wovon reden Sie da? Verplemper nicht meine Zeit! Bring mir den Anhänger, oder Sherry ist tot. Den Anhänger? Was wollen Sie damit? Willst du sie tot sehen? Na schön. Wo sind sie? Das Waisenhaus. Das Waisenhaus? Wo ist das? In der Nachbarschaft. Du findest es schon. Ist Sherry okay? Vorerst. Ich schwör Sie, Miss Kell, wenn Sie ihr wehtun! Ist das dein Ernst? Verdammt! Damit haben wir jetzt endlich diese Schlüsselkarte, aber wir haben leider... Warte nur, Arschloch! Wir haben nur leider was anderes auch noch gesehen. Was ich nicht sehen wollte, dass der William jetzt eigentlich bei der Sherry ist. Und das war letzte Mal, das war ein Akt für mich. Das war wirklich ein Akt, weil das gar nichts... Boah, nee, jetzt kommt der Arsch auch noch, ey. Oh. Also weh, Mr. X kommt jetzt auch noch ums Eck. Den brauche ich auch nicht. Ja, den brauche ich auch nicht. So. Moment mal. Ich könnte auch über den Fahrstuhl zurück. Halt, Moment. Jetzt kommt der, oder? Nicht? Okay. Über den Fahrstuhl komme ich ja runter. In der Theorie. Richtig. Ja, zur Tiefgarage runter. Das ist alles richtig, was ich hier vorhab. Genau. Das geht mir ein bisschen zu einfach. Aber mir auch recht. Das ging jetzt echt ein bisschen einfach. Ja, komm, renn! Jetzt ist die Frage, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ins Waisenhaus. Ist die Kanalisation? Mehr ist hier nicht. Oh Mist. Ist wohl nicht der richtige Weg. Ja, aber wo ist denn der richtige Weg? Das ist ja das fucking Problem. Okay. Also ich gerade erledigt mit dem Problem. Bitte lass mich hier nochmal rauskommen, ja. Sehr schön. Das habe ich irgendwie überstanden. Ab hier hoch. Okay, geht immer nur geradeaus. Geht wohl nur hier weiter. Okay, puh. Okay, das war jetzt relativ einfach, dem auszuweichen, aber normalerweise kommt der doch nochmal wieder. Umbrella! Ja, so, aber so glücklich wie die beiden gucken, glaube ich, würde ich jetzt nicht mehr. Okay. Kurz gucken. Ist nur die eine, oder wie? Ja. Nein, 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 nein. Oh, keine Hunde, nein. Warte. Danke. Basketballplatz. Ja, das Kraut will ich mitnehmen. Oh, die Patronen auch. Das Heilkraut auch.
Und dann geht's weiter, indem wir erstmal das nachladen. Ich hab nur gewartet, bis zumindest einer rüberkommt. Rein da. So wenig Munition wie es geht vergeuden. Aua! Alter, wo kam denn der her? Oh, hier gibt's noch irgendwas. Das muss das Waisenhaus sein. Ja. Mach das Ding zu, ey. Habe ich meine Ruhe? Halte durch, Sherry. Ich habe meine Ruhe. Klar, ich habe da jetzt natürlich irgendwas liegen, das ist mir durchaus bewusst, aber boah. Das ist mir jetzt sogar egal gewesen. Ja, okay. Jetzt könnte ich nochmal ein Heilkraut fressen. Komm, das tun wir auch. Wir haben eigentlich nur gewonnen. Ja. Also wir haben nicht Munition verschwendet, gar nichts. Ja, normalerweise müsste ich ja jetzt hier links rüber, ne? Hallo! Ich habe den Anhänger! Ja, aber der ist, glaube ich, schon tot. Was ich mich jetzt mal gerade interessiere... Hier oben bei der Kinderkrippe, da ist die Tür jetzt auf. Da waren wir nämlich noch gar nicht drin. Die ist aber auf, die Tür. Also zumindest wird mir die jetzt auf gekennzeichnet. Sherry, wo bist du? Die ist und bleibt zu, oder? Ja. Aber die Tür hier. Richtig, ich hab's mir fast gedacht, dass hier noch irgendwas zu holen ist. Brief vom Direktor. Den fraglichen Vorfall betreffend freue ich mich, berichten zu können, dass alles erledigt wurde. Am 19. Februar brach Proband 628 aus dem Labor aus und ist in unsere Einrichtung ein. 628 zieht zum Bewerberpool der Einrichtung und drang dort wohl auf der Suche nach Hilfe ein. 628 wurde von unserem Personal schnell festgenommen. Da in 628 einer der klinischen Versuche vorgenommen wurde, bestand die Möglichkeit, dass er sich mit dem Virus infiziert hatte. Wir haben darum zur Vorsicht sämtliche Probanden entsorgt. Dies wurde von unserem Sicherheitspersonal rasch erledigt, dem ich dafür herzlich bedanken möchte. Unsere Nachbarn haben mir erzählt, dass wir sämtliche Kinder aufgrund des baufälligen Zustandes des Gebäudes zur Sicherheit vorübergehend in ein anderes Waisenhaus umquartiert hätten. Was die Zukunft dieser Einrichtung betrifft, so habe ich vor, nach ihrer vollständigen Kontaminierung weitere Probanden sicherzustellen. Mistkerl. Das sind einfach nur Duschen. Hier gibt es nur eine Erste-Hilfe-Spray oder wie? Ne, hier gibt es noch mehr. Gibt es hier Muni? Gibt es hier irgendwo Munition? Oh yes, Baby. Das war eigentlich klar, dass man hier rein musste nochmal. Mit Claire. Das war offensichtlich. Aber... Ins Schlafzimmer komme ich nicht zurück. Ne, das wäre auch hier gewesen, genau. Und hier liegt leider auch nichts rum. Alles klar, ja. Der William Birkin, das wird, glaube ich, unser nächster Spaßgegner werden, habe ich das Gefühl. Der Director ist draufgegangen. Ich finde diesen Abschnitt eigentlich gar nicht... Ich finde ihn interessant hier mit dem Waisenhaus. Das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung, dass man das mit Sherry damals gemacht hat. Ich glaube, der Abschnitt ist komplett neu. Deine Schuld. Zu trödelig. Was ist passiert? Oh Gott. Weg von mir. Verdammt, William. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Der war mal. Oh Gott, das will... Okay. Was hat sich jetzt hier geändert? Ach du Scheiße, ne.
Och, du Kacke, ne? Der William hat die Sherry mitgenommen und der Director ist jetzt draufgegangen. Aufgrund von William Birkin. Und hier. Hohoho, geht's jetzt weiter in die Kanalisation oder wie? Oh Gott. Jo. Bin ich denn jetzt? Es wird gespeichert. Ach du Scheiße. Sherry, wo bist du? Was habe ich denn noch für eine Knarre? Die Säurepatronen. Ah, könnte ich einsetzen? Claire! Sherry, ich bin gleich da. Das wäre jetzt ein Tick zu einfach. Los, los, los. Raus hier. Also mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, dass der kommt. Ja, genau, weiter, weiter, weiter. Ach du meine Güte, ne. Jo, keep cool, Madame. Sherry, komm schon. Wach auf. Wach auf. Öffne die Augen. Halt still. Nicht infiziert. Was zur... Sherry? Wo ist Sherry? Sherry. Sherry geht's gut. Sie kennen Sherry? War ein beeindruckender Kraftakt. Was ist mit ihr? Wir müssen die Lage einschätzen. Wer sind Sie? Ich bin Claire. War nicht vorherzusehen. Sagen Sie mir, wo ist sie? Hallo? Was? Oh, Annette. Sag mir, was ist mit William? Ich weiß nicht. Wer ist das? Die Kreatur, die das hier verursacht hat. Was? Helfen Sie mir, Sherry zu finden? Scheint sich viel schneller zu entwickeln als erwartet. Wo gehen Sie hin? Hör zu. Für Fragespielchen habe ich keine Zeit. Alles ist unter Kontrolle. Ich muss Sherry finden. Meine Tochter geht dich nichts an. Jo, ja gut, Sherry, oh mein Gott, das war mal ein Fahrstuhl. Tunnel liegt dabei auf wahr. So, wo bin ich eigentlich jetzt hier? Die ist, glaube ich, weggegangen aus Angst. Und ich hätte es echt gedacht, dass wir gegen den kämpfen müssen. Nein, der hat uns den schönen Mr. X vom Hals gejagt. Von dem, ja, ich beschwere mich nicht. Ich beschwere mich nur über meine Hals. Über meine Heilkräuter momentan. Aber doch klar, dass es hier wieder weitergeht. Was haben wir denn hier? Bericht über G. Oder über G. Die klinische Probe des G-Virus wird bald ihre letzte Phase erreichen. Vor der Geburt von G, dem neuen Wesen, das die Menschheit überflügeln wird, möchte ich einige Dinge über dessen Biologie und biologischen Funktionen prognostizieren. Schwieriges deutsches Wort. Die Intelligenz des Probanden wird sofort sinken und innerhalb weniger Tage verliert er sein Sprachvermögen. Schließlich büßt er auch noch sein Bewusstsein und seine Menschlichkeit ein. G wird nur von Instinkten sowie Überlebens- und Fortpflanzungstrieb getrieben werden.
körperliche Fähigkeiten. Aufgrund seiner beschleunigten Zellteilung und Evolution kann er sich an jede Umgebung anpassen. Außerdem besitzt er die fantastische Gabe der Regeneration und kann mit herkömmlichen Mitteln kaum getötet werden. Reproduktionsverhalten. G's bemerkenswerteste Eigenschaft wird sein intensiver Fortpflanzungsdrang sein. Er wird instinktiv Menschen mit passender DNS suchen und ihnen einen Embryo einpflanzen. Alter Verwalter, ne? Die Erfolgschancen sind allerdings relativ gering und wenn die DNS nicht sehr genau übereinstimmt, entsteht ein unterentwickeltes G-Wesen. Vermutlich sind nur leibliche Kinder des Probanden geeignet. Also, Sherry. Verstanden? Ich denk mal schon. Also eigentlich nur Sherry. Das lege ich mal ab. Das Schießpulver. Ich habe noch hier hochwertiges Schießpulver. Das könnte ich eigentlich mal kombinieren. Da habe ich noch mal ein paar Säurepatronen mehr, die ich verschauen könnte. Okay, für den Granatwerfer habe ich so viel Munition. Also, ja, was heißt in dem Spiel aber viel Munition, ne? Was liegt denn hier noch? Hochleistungsmunition. Für die LS-60. Ach, das ist meine Magnum. Das ist meine Magnum. Okay, alles klar. Das ist meine Magnum. Was ist meine Magnum? Okay, gut zu wissen. Alles klar. Also wir haben auch mit ihr eine Magnum. Könnte ich mitnehmen? Will ich das? Ja, ich will das. Wo bin ich denn jetzt hier? Moment mal, wieso komme ich jetzt hier nicht weiter? Weil es hier weitergeht. Sherry? Kannst du mich hören? Aber ich komme nicht mehr zurück. Toll. Super. Wollte eigentlich nochmal zurück. Oh no, oh no, oh no. Okay, wird Zeit für bessere Waffen. Ach, hier befinde ich mich jetzt, okay. No. Jetzt rieche ich die Scheiße. Buchstäblich. Ja, buchstäblich werden wir auch, ja auch andere Gegner dann leider treffen. Aber das habe ich an der Kanalisation jetzt nicht unbedingt gemocht. Ne, nicht wirklich. Okay, da drüben komme ich gar nicht weiter. Und zurück komme ich ja auch nicht weiter, ne. Ja, es wird gleich der erste Gegner nämlich auftauchen. Ja. Das war bei Leon ja genau der Fall. Genau der gleiche der Fall. Oder auch nicht. Verwunderung macht sich breit. Aber ich komme hier wenigstens raus. Und hier komme ich weiter, okay. Kleinen unteren Kanal müssen wir noch komplett durchforsten. Ist logisch. Für die Zombies reicht hoffentlich das auch. Ach, hier bin ich jetzt. Ah, Moment mal. Nein, Moment. Ich bin woanders. Genau, ich bin woanders. Da kommt nämlich der Leon. Richtig. Aber da müsste ich auch nochmal hinkommen wahrscheinlich. Ja, genau. Weil jetzt bin ich hier oben. Oh mein Gott. Überwachungsraum. Die Zombies lasse ich mal. Da habe ich jetzt einfach mal stehen lassen. Nicht.
Sherry! Sherry, ich komme! Halte durch, Sherry. Bin gleich da. Okay, jetzt müssen wir Sherry retten. Jetzt sind wir hier natürlich mal wieder. Da, wo ich mit Leon. Wo wir mit Leon auch waren. Jawohl! Nochmal eine geile Munde. Ich muss wieder dieses Rätsel hier lösen, oder? Ist das eigentlich jetzt anders oder gleich? Es ist anders, okay. Öffne die Tür zum U-Bereich. Ich habe bei dem letzten Ehrentransfer das Ding verloren, in dem steht, wie man die Tür zum U-Bereich öffnet. Ich weiß zwar noch, dass man in jedes Terminal einen Schrecker schrecken muss, aber sollte jemand die noch daran nennen. Okay, ja, okay, das kennen wir doch. Die Schrecker finden, ja. Das Rätsel habe ich allerdings gesehen. Der Turm ist neben dem Springer, aber nicht gegenüber der Dame. Der König ist nicht neben der Dame, aber gegenüber dem Springer. Ganz am Ende und der Springer ist nicht da, wo er auf dem Kasten ist. Okay. Moment, was haben wir denn hier überhaupt? Okay, dann nehme ich schon mal den Springer mit. Dann haben wir hier noch den Läufer und den Bauern. Der Bauer bleibt aber da, wo er ist. Also das Rätsel ist anders. Das haben sie bewusst gemacht. Wäre auch langweilig, wenn nicht, ne? Wäre ja auch langweilig, wenn nicht. So. Die beiden stärke ich allerdings mal ein. Habe ich noch ein blaues Kraut? Jawohl, das passt doch wunderbar. Ne, Moment, das verschaue ich lieber. Und da nehme ich eins mit. Ich nehme lieber das Messer mit, so. Für das nächste Mal. Broschüre, ich glaube, das haben wir schon. Hier kann ich jetzt nochmal speichern. Ich wollte eigentlich auch nicht zu lange aufnehmen mit heute. Also, ich wollte heute nicht so lange aufnehmen. Das hat schon seinen Grund. Die Karte nehmen wir mit. Ja, genau. Gibt's ja auch wieder den Scheißraum. Natürlich. Da werde ich auch wieder hin müssen. Das betätige ich auch nochmal. Also die Kanalisation ist das gleiche wie mit Leon. Wie ist auf das Rätsel? Das Rätsel ist anders. Das Rätsel ist anders, ansonsten ist ja alles gleich. Finde ich gut. Dann würde ich gleich nochmal sagen, speichere ich nochmal. Ich bedanke mich fürs Zusehen oder Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich gerne wissen mit einem Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Resident Evil 2 hier, dem Remake. Also macht's gut, haut rein und tschüss.